euch hier was, das ist auch eine wirklich interessante Sache. Und zwar, diese drei stammen aus einem Stück, geschmiedet worden und wurden dann entsprechend bearbeitet. Und dann haben wir also im Krieg auch überlegt, wie kann man hier einsparen. Allein vom Arbeitsaufwand war es natürlich schon sehr groß. Und da haben wir seinerzeit die elektrische Stumpfschweißung entwickelt gehabt und hat also hier die drei Stangen. Diesen Kopf haben wir also entsprechend geschmiedet, hat er auch im Größe dann unbearbeitet gelassen. Also hier einen normalen Stumpf an der Schweiz, das sind sie genau da. Und sind jetzt nicht von. Und siehe da, die Dinge haben mindestens genauso gut gehalten wie die andere Konstruktion. Die Stangenbrüche sind also für mich mehr genau. Der ist mal oben runter gedrückt worden, aus dem Sanddom. Aus dem Sanddom ist der also mit Druckluft gedrückt worden, und zwar sind außerhalb vom Sanddom sind dann Füßen, das sogenannte Wirbelfüße, wird sicher. Das rechts ist, was ich vorhin gesagt habe, unten diese zwei Bremsventile, das Führerbremsventil oben und der unten der Zusatzbremshorn oben. Und das hier ist also dann der Reglerhebel. Hier haben Sie dann das Steuerrad, damit also die Steuerung entsprechend vor- und rückwärts oder auf die Füllung ausgerichtet ist. Ja, so mit dem Reglerhebel öffnet er ja nur die Dampfzufuhr generell. Und hier mit dem Steuerrad kann er dann die Zylinderfüllung machen. Und zwar je nach Leistung, wie viel Prozent Füllung er haben will. Und die ganzen Ursprungslokomotiven, die allerersten waren ja sogenannte Volldrucklokomotiven, das heißt, man hat den Dampfdruck, wie er war, voll in die Zylinder reingedrückt, und dadurch kam natürlich auch der volle Dampfdruck auf der anderen Seite wieder raus. Und dann später haben wir dann festgestellt, dass der Dampf ja expandiert, das heißt, er dehnt sich ja aus. Und diese Ausdehnung hat man sich dann zunutze gemacht, wo man sagt, die Ausdehnung, die der Dampf hat, hat man sich zunutze gemacht und hat also dann die Steuerung so eingestellt, dass also die Zylinderfüllung unterschiedlich reguliert werden konnte, um die Dampfdehnung besser auszunutzen und entsprechend so zu gestalten, wie es also gerade der Betrieb erfordert hat. Und dadurch, durch diese Expansion, konnte sich der Dampf entspannen und man hat also auch nicht so viel Dampf gebracht, weil er dadurch dann die Leistung sich besser ausgenutzt werden konnte. Und hier unten, bitte? Man will also beim Anfang vollen Druck nehmen. Beim Anfang, das haben wir nur zur Erhaltung. Dann hat er zurück, das hat er genau gewusst, die waren ja streckenkundig, oder mussten sie sein, und da hat er genau gewusst, wie er seinen Totalstand regeln muss. Ne? Dampfmangel hat es ja auch schon gegeben. Ne? Das war natürlich dann eine ganz tolle Sache. Dann da kriegt man meistens den Heizer einen drauf. Ne? Ja, na klar. Bloß wenn Sie daran denken, dass der Heizer also hier auf den alten Konstruktionen gestanden war, nach hinten war ja das alles offen. Lediglich denn die Lokomotive war allseits geschlossen, weil man ja hinten dann praktisch den Kohlekasten gehabt hat, ne, und irgendwie der Abschluss vom Führerhaus vollständig war. Und die Kriegslokomotive, die 52, ist ja auch dann entsprechend gemacht worden. Die Führerhäuser waren auch zum Teil isoliert. Die haben ja auch eine Hängematte drin gehabt, ne, damit das Personal übernachten konnte. Wir haben in Russland haben sie ja zwischen den Betriebsräumen zum Teil 200-300 Kilometer Abstand gehabt. Ne, und oft aber mussten sie mal anstehen, wo kein Betriebsräum war. Und da mussten das Personal musste mal ausruhen. Ne, und da haben wir dann im Führerhaus eine Hängematte machen können. Ne? Ja. Und was der Heizer leisten musste, sehen Sie, wenn ungefähr 4,3 Quadratmeter ist die Rostfläche hier bei der 44er groß. Der musste also die ganze Fläche gleichmäßig mit Kohle verteilen. Und wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass der Rost leicht nach vorne geneigt ist, durch die Bewegung wandert das Feuer immer weiter weg, sodass er also dann später immer nur noch hinten nachlegen musste. Und wenn Sie nachschauen, sehen Sie also auch den Feuerschirm da unten drin, ne? Hinten. Ja. Mhm. Der, wie gesagt, ganz wichtig war, denken wir oft gar nicht, aber dieser Bereich war auch sehr wichtig. Dann haben wir hier die zwei Wasserstandsanzeiger. In der Mitte Kesseldruck, Manometer, 16 Bar, früher Adü. Ne? Und das sind die Anstellräder. Damit konnte also angefangen Lichtmaschine, Luftpumpe, Speisepumpe, Hilfsbläser, Dampfheizung, das konnte alles damit mit diesen Anstellrädern eingestellt werden. Hier unten ist der Hebel für den Injektor da, der Holzgriff. Ist der Holzgriff. Und das da unten, das Hangrad am Boden, das war dafür da, um die Dampfleitung umzustellen.
Wenn der also jetzt auf der anderen Seite hinkommen ist, an den Zug, bei Rückwärtsfahrt, muss der ja den Dampfstrom wieder an der Lichtung führen. Also hat er dadurch die Dampfleitung, also die Dampfleitung für die Zugheizung, entsprechend umstellen können. Und das ist der Unsinn, also die Klappen für die Aschkastenzüge bzw. für die Luftklappen, die unten drunter dran sind. Hier haben wir also die Schmierpumpe, Zentralspülung, auch bezeichnet. Und der Hebel da in der Mitte hier, das ist der Rußbläser. War der normalerweise auch im Betriebswerk, wenn die Lok abgestellt war, die Rauchkammer geöffnet, unten die Löcher rausgezogen und hat dann mit Druckluft den Ruß aus den ganzen Rohren durchgeblasen. Und das konnte man dann, das wurde dann später entwickelt, konnte man dann also auch hier machen. Und zwar ist auf der Hinterseite, ist in Düsen drin und die drücken dann den Dampf, den Heizdampf, strahlen die vor Richtung Rohrwand. Und dieser Druck reicht dann aus, um immer von Zeit zu Zeit gewisse Niederschläge, die Fluchasche rauszublasen. Ja? Ja. Das sind also die Waschlücken. Also wollte ich Ihnen da oben sagen. Das sind die runden Abdeckungen. Abdeckungen. Und hier haben wir die alten Systeme, das sind also die Waschlücken von außen drauf gemacht worden. Und das ist jetzt der Vorgang, den wir ja bei unseren Leichtspannlokomotiven immer vorne auf der Rauchkammer hatten. Und dann später haben wir eben die auch eingesetzt und hatte also die 38 da, die 78er also vorne vor der Rauchkammer gehabt, die 75er und die 93er, die haben sie dann oben auf dem Kesselscheide drum. Ja, und dann ist es also so unterschiedlich. Oder die Lichtmaschine, die wird einmal links, einmal rechts gesessen sind. Und Sie sehen auch schon von der Bauer, die 38er ist hier. Das ist also hier jetzt die Rauchkammer von der 18. Die hat, ist, wenn man sagen, im Stil ein wenig einfacher, sodass sie also auch, wenn man sagen, besser zu erklären ist und besser sichtbar ist, speziell in dem ganzen System. Und die anderen Lokomotiven, die sind ja, ist ja mehr drin noch an Rohren und so weiter. Und hier kann man also viel deutlicher sehen, auch vor allem in der Rohrwand. Das ist auch geplant, ist noch etwas anders farbig zu gestalten. Und Sie sehen also hier hinten die Hitzeelemente, die also runtergehen und abbiegen und in die Rohre, Rauchrohre hineinlaufen. Und oben, und wo dann die Einstellungen rauskommen, haben Sie dann als den Hals, den Lastdampf schon. Dieser Kolbensteine sitzt dann der Kreuzkopf dran und die Kolbensteine ist durch den Keil mit dem Kreuzkopf dann verbunden. Es sind ja überall hier, auch bei den Achslagern zu verstellen, überall Keile angebracht und da bin ich oft, braucht man ja, warum tut man das nicht verschrauben? Es ist natürlich so, diese Scher- und Zugkräfte, die auftreten, die sind von einer Schraube gar nicht in den Griff zu bekommen. Der Stellkeil, der kann also viel besser das nur einbringen. Das heißt, der Schieber muss ja den Zylinder etwas voreilen, damit er immer den Dampf einmal der Feuer einbringt. Und dieser Schieber, dieser Voreilhügel, ist dann hier mit dem Lenker unten am unterhalb vom Kreuzkopf dann befestigt. Und was Sie hier übersehen, das ist also dann die Schieberschubstange. Und die Schieberschubstange, die mündet dann ein in die Schwinge. Und diese Schieberschubstange selber, die ist also dann oben am Hängeeisen und am Aufrafthebel befestigt. Und wenn also dann, und dieser Aufrafthebel sitzt dann wieder an der Steuersteine und die geht also bis da. Und wenn die jetzt der Lokführer der Fahrt entsprechend dreht, dann geht also hier dieser Aufrafthebel runter oder rauf und dadurch kann er die Zylinderfüllung regulieren bzw. die Lokomotive auch vor und über die Steuer vor oder rückwärts vorstellen. Und was hier unten an der Schwinge noch dran hängt, das ist dann die Schwingenstange und die hängt an der sogenannten Gegenkurbel und alles sitzt dann auf dem
Treibsachen des allgemeinen Rades. Und diese, die anderen Räder sind dann mit dem Treibrad miteinander durch Kugelsteine verbunden. Treibsachen also mit dem, ist nicht mit dem Spurkranz zusammen auf dem Fastrad? Doch, doch, ja, ja, komplett. Das ist eine komplette Anlage, die fängt also hier an. Ist der, das ist das Ganze. Mit der ganzen Anlage. Dann ist es noch wichtig, dass jedes Rad im Kessel dieser hohe Dom gewesen ist, ne, der so ziemlich aufgeracht ist. Und das haben wir als Stehkessel bezeichnet und da haben wir die Bezeichnungen hier. Und wenn er gleich runterfahren ist, dann ist das Wasser nach vorne und da war ganz passieren, dass also die Stehkesseldecke Wasser war nicht alle. Ne? Und aus dem Grund musste da also sehr genau gepasst werden. Und das ist jetzt also das der Weg. Wieder so kann ja nachmachen.